Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. Ich befinde mich hier gerade im Yosemite-Nationalpark in den USA in Kalifornien. Phil, das ist noch Kalifornien, oder? Ja, es ist Kalifornien. Es ist so unfucking fassbar wunderschön hier. Und bevor ich mit dem Video anfange, zeige ich euch das hier erstmal. Wir sind hier gerade unterwegs in den USA, um unsere Webserie zu drehen, Broadtrip USA. Oh, sorry, seit ich arbeitslos bin, habe ich kein Zeitgefühl mehr. Ja, und keine Hosen oder was? Und ich dachte mir so, das hier ist doch der richtige Ort, um mal ein neues Format anzufangen. Mein Kanal beschäftigt sich ja sehr viel mit Konzerten und Festivals. Ich selber habe ja schon sehr viele Festivals besucht und von jedem davon gibt es ein Video. Da könnte ich aber vorstellen, dass die meiste Zeit, in der wir da sind, die Kamera trotzdem aus ist. Und dort erleben wir lustige Sachen jenseits der Dinge, die ihr aus den Festivalvideos kennt. Deswegen starte ich heute mit meinem Format Top 3 und es geht um meine lustigsten Festivalgeschichten. Meine erste lustige Festivalgeschichte hatte ich bei Rock am Ring 2015 in Mendig. Hier einmal kurz ein Rückblick dazu. Es fand ungefähr eine Stunde vor diesem Augenblick statt. Wir gehen jetzt schlafen. Hört mal, wie ruhig es ist. Idyllisch. Wie am Chiemsee. Ich bin einfach abends über den Zeltplatz gelaufen und wurde von einer Gruppe junger Leute angesprochen, die mich als Master Jam erkannt haben. Sie nahmen mich mit zu ihrem Camp und wollten mit mir ein Trinkspiel spielen. Dabei hatten sie eine selbstgebaute Maschine, aus der zwei Schläuche rauskamen. Sie erklärten mir, dass derjenige das Spiel verliert, der den Schlauch als erstes absetzt. Oberhalb dieser Maschine war ein Behälter, wo jemand die ganze Zeit Bier nachgekippt hat. Aber das ist noch nicht alles. Die Maschine hat nur Bier von sich abgegeben, wenn man sie mit einer Bohrmaschine betrieben hat. Während ich und der andere an den Schläuchen gesessen haben, einer Bier nachgekippt hat und einer gebohrt hat, stand ein weiterer neben der Maschine und hat auf einer Trompete das Hochzeitslied gespielt. So wie ich die Situation gerade erkläre, kann ich sie selber nicht glauben, denn ich hatte kein Handy und keine Kamera dabei, um das festzuhalten, aber es war einfach unfassbar geil. Nach ein, zwei Runden des Spiels, ich habe natürlich gewonnen, bin ich dann zurück zu meinem Camp und habe die Jungs am nächsten Morgen wieder besucht. Diese scheinen die Nacht durchgezockt zu haben, denn sie lagen nur unterhalb am Boden verteilt und alle völlig betrunken und keiner konnte mehr irgendwas. Das war so seltsam und danach habe ich die Jungs nie wieder gesehen. Eine weitere lustige Festivalgeschichte hatten wir bei der GONG 2016, in der nur Marvin, Andy, ich und Nico waren, den wir dort kennengelernt haben. Wir wurden auf dem Zeltplatz von einem betrunkenen Neonazi angegriffen, der vom Körper her ungefähr so den halben Körperbau von mir hatte. Wir saßen normal an unserem Campingtisch, haben gesoffen und da kam dieser Typ zu uns und meinte, ihr verfickten linken Zecken, ey, habt ihr nichts zu suchen, ey, ich schmeiß euch die Prügel raus. Wir baten ihn mehrfach freundlich zu gehen, was dieser Kerl aber nicht tat und stattdessen handgreiflich wurde. Ich kann gerade schlecht demonstrieren, wie handgreiflich wir wurden, denn ich stehe gerade auf einem riesigen Felsbrocken. Ich glaube, wenn ich einen falschen Schritt mache, bin ich hier weg. Also er hat ungefähr bei mir so gemacht und ich habe ungefähr mit der genau gleichen Kraft bei ihm so gemacht. Seine Reaktion war, dass er da komplett hingefallen ist und auf dem Boden lag. Voll wie wir waren, ist Marvin aufgesprungen, hat sich auf ihn geschmissen und seine Hände am Boden festgehalten. Ich habe mich dann ebenfalls auf ihn geschmissen, seine Hände am Boden festgedrückt und gesagt, wenn du dich jetzt nicht sofort verpisst, ich hole die Bullen. Mein Bruder wollte uns helfen, ist völlig betrunken aus seinem Campingstuhl aufgestanden, hat gesagt, warte Jungs, ich helfe euch. Hat ohne Fremdeinwirkung das Gleichgewicht verloren und ist durch den Tisch gefallen. Wir haben uns alle herzlich darüber kaputt gelacht, weil es einfach zu lustig war, wie er aufgestanden ist und sofort umgefallen ist. Und durch den Krawall sind auch die Nachbarn aufmerksam geworden. Und ich sag mal so, Nico hat diesen Neonazi dann für uns entsorgt. Die dritte Story passierte auf dem Hurricane Festival 2016. Ja, das war das Jahr, wo wir Rammstein live gesehen haben und es war das Jahr, wo wir abgesoffen sind. Es hat auf diesem Festival unglaublich heftig geregnet und das Wasser auf dem Zeltplatz ist einfach nicht abgelaufen. Da unser Pavillon am ersten Abend schon durch den Sturm zerstört wurde, kann man mir jemand die Hose zumachen? Hatten wir auf dem Festival keine Möglichkeit mehr, uns unterzustellen. Demnach wollten wir im Zelt warten, bis der Regen aufhörte. Dies hatte allerdings am Abreisetag bis 12 Uhr mittags gedauert. Wir haben echt stundenlang im Zelt gewartet, bis wir irgendwas machen konnten. Als es mittags dann irgendwann mal aufhörte, dachte ich mir, jetzt ist deine Chance, jetzt kannst du mal schnell pissen gehen. Ich wollte mich dann also auf den Weg zu den Dixies machen. Diese Idee hatte allerdings der ganze Zeltplatz. An jeder Toilette standen ungefähr 25 Leute an. Ich dachte mir, nutze mal dein Privileg als Kerl, stellst du dich einfach an den Zaun, was auch viele andere Kerle taten. Der Zaun führte allerdings nicht zu einem Wald oder sowas, sondern er trennte den Zeltplatz vom Hauptweg. Eine junge Dame ging an mir vorbei und rief über den halben Zeltplatz, hey, hübscher Penis! Und meine Antwort war instant, danke, ich bin als Kind reich beschenkt worden. Alle um mich herum fingen an zu lachen. Es war ein herrlicher Moment. Ihr könnt mir glauben, wo diese Geschichte herkommt, habe ich noch viele weitere. Schließlich waren wir schon dreimal auf der GONG. Was ich allerdings von euch wissen müsste ist, wollt ihr diese überhaupt hören? Schreibt mir unten in die Kommentare, ob euch dieses Format gefällt. Vielen Dank an den Sennheiser Store Berlin für die Tonausstattung. Ich konnte hier wunderbar drehen und Ton aufzeichnen und das, obwohl hinter mir ein Wasserfall ist. Dieses Shirt hier, genauso wie das I Love Master Jam oder I Hate Master Jam Shirt, gibt es auf www.kaufmannscheiß.de. Und vergesst nicht den Daumen hoch. Haut raus.